Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Ein Grundsatzantrag zu einer Problematik, die die Tragweite besitzt, hohe Wellen zu schlagen, weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus, weit über die Grenzen auch Kärntens hinaus. Gerade deshalb ist es auch schwierig, hier die richtigen Worte zu finden. Lassen Sie uns kurz die Fakten betrachten. Die NRW-Bank hat in den Jahren 2006, 2007 drei Anleihen der Hypo Alpe Adria, dieser ehemaligen Abwicklung befindlichen, dann durch die HETA in der Abwicklung gebrachte Skandalbank, gekauft, die alle drei abgesichert waren durch das Land Kärnten. Damals unbestritten ein solides Geschäft, ein Geschäft, das damals gewünscht war, um mit den Gewinnen das Fördergeschäft der NRW-Bank in NRW quer zu finanzieren. Jetzt kennen wir im Rückblick alle die Ereignisse, die dazu geführt hatten, dass wir nun hier sitzen und mit dem vorliegenden Antrag diese missliche Situation auch politisch beurteilen zu können und zu müssen. Betrachtet man nun das einzelne Geschäft mit der im Antrag beschriebenen Situation, dann kann man hier nicht anders als diesem Antrag zustimmen. Die Haftung eines Landes oder eines Bundes, eines Staates, darf nicht infrage gestellt werden, so wie es von Seiten Österreichs in Bezug auf Kärnten und seitens Kärnten in Bezug auf die HETA gemacht worden ist. Ist man da anderer Meinung, dann würde das aus finanzpolitischer Sicht auch direkte Auswirkungen auf die Kosten der Refinanzierung von Österreich und oder auch NRWs haben. Gleichwohl ist zu betonen, dass es innerhalb unserer Fraktion, auch wenn ich persönlich sehr deutlich dafür geworben habe, zum Beispiel auch mit auf diesen Antrag zu gehen, durchaus kritisch betrachtet, nämlich was die Geschäftstätigkeiten der NRW-Bank seither, damals und auch seither angeht, insbesondere auch was den Auslandsbezug angeht. Kärnten liegt nun mal nicht in NRW und man könnte generell einmal die Frage stellen, weshalb ein Engagement einer Förderbank, die laut Satzung in NRW tätig werden soll, dort dann zielführend ist. Die Debatte wäre doch eine gänzlich andere, wenn der Geschäftspartner der NRW-Bank hier in NRW ansässig wäre. Aber wer in seinem Antrag, wie er uns hier vorliegt, große Worte wie Verantwortung und Haftung anspricht, der muss sich auch fragen lassen, wie es im Land Nordrhein-Westfalen um diese Werte steht, wenn sie von anderen eingefordert werden. Also quasi der umgekehrte Fall Österreich, Deutschland, NRW, beziehungsweise NRW, Österreich, sprich Kärnten. Die Piraten waren 2006, 2007 nicht hier im Landtag vertreten und selbst heute sind sie nicht eingebunden in die Geschäftsprozesse der NRW-Bank. Einem der größten Kreditinstitute oder Bankfinanzinstitute Nordrhein-Westfalens mit einem, so wie wir es sagen, Schattenhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Und nicht nur wir, sondern auch die SPD und Bündnis 90 Die Grüne haben die NRW-Bank noch 2010 als solches bezeichnet. Sowohl SPD, Grüne und dann damals auch CDU und FDP waren bzw. sind allerdings in die Geschäftsprozesse eingebunden gewesen oder noch. Daraus leiten sich bis heute gewaltige Informationsasymmetrien ab. Als die Piratenfraktion am 27.11.2012 mit einem Änderungsantrag Drucksache 16/1556 zum Gesetz zur Anpassung des Gesetzes über die NRW-Bank an die Gewährträgerstruktur sowie zum Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes bei der NRW-Bank im Plenum am 28.11.2012 eine nachrichtliche parlamentarische Kontrolle einführen wollte, stimmten die hier vertretenen Fraktionen, die allesamt diesen heutigen Antrag tragen, wie folgt ab. Zitat aus der Parlamentsdatenbank. Der Änderungsantrag, Drucksache und so weiter wurde mit den Stimmen der Fraktion von SPD und Grünen gegen die Stimmen der Fraktion der Piraten bei Enthaltung der Fraktion von CDU und FDP abgelehnt. Wer also hier in diesem Plenum alle Stimmen für den vorliegenden Antrag haben möchte, der könnte hier auf mehr Unterstützung hoffen, aber natürlich nur dann, wenn Sie die hohen Ansprüche, auf die Sie sich auch in diesem Antrag berufen, hier im Land Nordrhein-Westfalen vorleben würden. Der damals eingerichtete parlamentarische Beirat, der als Reaktion seitens der regierungstragenden Fraktion damals auf den Weg gebracht wurde und der dann hier im Plenum so auch verabschiedet wurde, hat sich als zahnloser Tiger erwiesen und wird über kein relevantes Ereignis im Vorfeld informiert.
Nicht nur wegen der aktuellen Debatte über die in Rede stehenden 275 Millionen Euro aus dem Anleihengeschäft mit der ehemaligen Hypo Alpe Adria, sollten wir hier noch einmal nachdenken, ob es nicht dringend geboten wäre, alle Fraktionen mit einzubinden bei einer sinnvollen und richtigen parlamentarischen Kontrolle dieses Schattenhaushaltes. Kommen wir zum Schluss, Herr Präsident. Daher wird es ein differenziertes Abstimmungsverhalten der Mitglieder der Piratenfraktion bezüglich des vorliegenden Antrags geben. Dies spiegelt wider, dass wir die rechtliche und fiskalische Bewertung des Falles im vorliegenden Antrag teilen. Wir sind aber nicht bei Gericht, sondern im Parlament. Hier in diesem Hohen Haus sollte auch immer eine größere politische Einordnung erfolgen. Vielen herzlichen Dank.